Das sieht ja hinter uns immer schlimmer aus. Es wird gleich so richtig gießen auf jeden Fall. Wir sind dauerhaft in feuchten Sachen unterwegs. Dieses Berg hochschieben, das schlaucht richtig. Das ist Tschechische Republik. Eine ganz andere Luft, seitdem wir hier in die Grenze durchgefahren sind. Aber dieser Damenrad kann sehr schnell wegknicken. Du hast extrem viel Dreck am Gesicht. Ich habe hier einen Platten, ich muss das flicken. Das hat wirklich den ganzen Schlauch von hier nach hier durchgeschossen. Leute, einer von euch kann etwas gewinnen. Stellt euch vor, ihr macht eine Bikepacking-Tour oder etwas Vergleichbares, wo ihr draußen schläft und plötzlich steht ihr mit Rückenschmerzen oder mit einem verspannten Nacken auf. Oder ihr habt starke Muskelverspannung nach einem langen Marsch oder einer Bergtour. Oder ihr habt abnormale Muskelkater vom Sport. Für solche Fälle hilft diese Massagepistole, um die Muskelverspannung zu lösen. Es wird in einem hochwertigen Hardcase geliefert und man sieht, dass der Inhalt aus der Pistole und 5 verschiedenen Aufsätzen besteht. Ich nehme mal den Kugelkopfaufsatz. Es gibt 5 verschiedene Stufen. Stufe 1. Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 und beim 6-mal drücken geht die Pistole aus. Der Kugelkopfaufsatz ist für große Muskelgruppen wie zum Beispiel der Oberschenkel oder die Brust geeignet. Aber auch sowas wie die Armmuskulatur oder die Schulter. Genau, damit kann man das so richtig gut bearbeiten. Dieser Aufsatz hatten wir gerade. Dieser Aufsatz wird für Gelenke und punktuelle Stellen verwendet. Dieser Aufsatz, um zum Beispiel den Nacken oder die Wirbelsäule zu bearbeiten. Dieser Aufsatz für empfindliche Bereiche, da es abfedert. Und dieser Aufsatz ist neu in diesem Produkt. Es hat eine Kälte-Wärme-Funktion, um die Muskelgruppen mit einem anderen Gefühl besser bearbeiten zu können. Ich habe das Produkt seit ein paar Wochen im Einsatz und ich muss sagen, dass ich von der Leistung, der Hochwertigkeit, der Lautstärke und der Akkulaufzeit sehr zufrieden bin. Und ich kann nichts Negatives kritisieren. Es fühlt sich gut an und hilft, sich selbst gegen Verspannung zu helfen. So, einer von euch kann diese Massagepistole gewinnen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, unten in der Beschreibung ist die Teilnahmebedingung inklusive die Frist verlinkt. Wenn ihr nicht gewinnen solltet, habe ich euch die Pistole ebenfalls in die Beschreibung verlinkt. Und mit diesem Rabattcode könnt ihr 10% sparen. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit dem letzten Teil dieser Radreise. Guten Morgen, heute ist der voraussichtlich letzte Fahrradtag, bevor wir die Zielortschaft erreichen. Genau. Ich habe hier gepennt und mein Bruder, weil von meinem Bruder der, wie heißt das Ding, diese Bank ein bisschen schmaler ist, weil der komplett bis zur Wand geht, hat er sich hier auf den Boden hingelegt. Und heute Morgen ist etwas passiert. Und zwar ist da vorne ein Auto angehalten. Und dann ist da ein Mann rausgekommen und wir dachten, dass das ein Ordnungsamt sei oder sowas. Aber nee, ganz im Gegenteil. Er hat uns Frühstück gebracht. Hier, ein Knoppers, eine Banane und ein Bier. Ein 10,8% Bier. Nee, 1,7% Mischbier, genau. Also sowas habe ich bisher auch noch nie erlebt. Dass man in einer Schutzhütte pennt und dann steigt da einer aus und bringt uns Frühstück. Ich hatte die Kamera gar nicht heimlich laufen lassen, das finde ich schade. Und das Bier, das hat nicht der Typ gebracht, sondern ein Jogger. Der ist wenige Minuten danach gekommen. Genau, wahrscheinlich gehörte der Jogger zu dem Typen. Genau, der hat uns dieses Bier hier netterweise gebracht. Vielen besten Dank dafür. Das hat uns eine sehr große Freude zubereitet. Das hattest du, glaube ich, auch noch nie erlebt, ne? Nee. Das am letzten Tag. Mein Bruder isst den Knoppers und ich die Banane. So, die Sachen sind gepackt. Da drüben haben wir gepennt. Das war voll cool gewesen, dort zu pennen. Und jetzt, letzter Tag Start kommt. Also letzter Radreisetag. Wir werden heute auf jeden Fall das Ziel erreichen. Sehr wahrscheinlich. Und dann werden wir irgendwo in der Nähe des Ziels nochmal pennen. Und morgen werden wir mit dem Zug dann zurückfahren. Also so die Planung, die jetzige Planung. Genau, so wird es voraussichtlich werden. Jetzt müssen wir, keine Ahnung, so 60 Kilometer in diese Richtung fahren. Bis zum Ziel. Wir sind ungefähr 60 Kilometer vom Ziel entfernt. Und Leute, heute ist auch echt der kälteste Tag. Das ist voll unangenehm. Wir haben gerade so 10 Grad oder so. Das ist voll scheiße. Ich bin kurz davor, meinen dritten Pullover anzuziehen, weil es so kalt ist. Aber ich glaube, mir wird wärmer. Beziehungsweise uns beide wird wärmer, wenn wir ein bisschen Fahrrad fahren. Aber trotzdem ist dieses Wetter voll unangenehm. Und heute soll es auch im Laufe des Tages irgendwie manchmal regnen. So ganz leicht. Das ist voll scheiße. Das soll wie gestern sein, so beschissen. Wir haben richtig gehofft, dass wir heute richtig geiles Wetter hätten oder so. Aber nein, das richtig geile Wetter kommt erst Samstag. Und wir haben heute Donnerstag. Das ist voll scheiße. Wir brauchen geiles Wetter mit ganz viel Sonne und Temperaturen. Und nicht sowas hier wie das hier. Das ist voll die Scheiße.
Das ist richtig widerlich. Das ist ekelhaft. Boah. Das ist bazillenhaft. Das ist krankheitserregend. Also ich habe keine Ahnung, was Google gerade von uns will. Der will uns hier rüber schicken, über die Straße. Und das sieht so aus, als ob hier irgendwie eine Brücke oder ein Tunnel wäre oder so, oder ein Weg. Aber als wir da drüben waren, bei der Kreuzung und nach da lang, da ist weder eine Brücke noch ein Tunnel, kein gar nichts. Aber wir haben gesehen, dass da ganz hinten eine Brücke ist. Und deswegen schieben wir jetzt mit ganz viel Kraft das Fahrrad hier hoch. Und wenn wir dann da oben angekommen sind, werden wir über die Brücke und dann mal gucken, was Google dann navigiert. Also nicht mal einen Kilometer geschafft und schon muss man schon wieder so richtig beschissen schieben. Das ist voll scheiße. Diese Schieberei geht voll auf den Sack, auf die Nerven und so. Auf die Hirnnerven, genau. Kennt ihr Hirnnerven? Das sind diese Nerven, die durch den Hirn kommen und so. Und genau, und nervlich zerstören. Also nervlich einen kaputt machen irgendwie so. Okay, Google hat jetzt eine andere Route genommen. Und wir müssen unter diesen Tunneln hier durch. Die Route sieht auf jeden Fall richtiger aus. Boah, schon wieder so ein Berg, wo man die ganze Zeit hier rumschieben muss. Und der so richtig rumschlaucht. Das geht so richtig auf die Hirnnerven. Und man muss doch bis da ganz oben hoch hin. Das schlaucht richtig, das zieht richtig auf die Energie. Junge, 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 Junge. Von da ganz unten kommen wir. Also das sieht man so auf der Kamera nicht. Aber es ging die ganze Zeit berghoch. Und ich glaube, da oben ist das Ende in Sicht. Das schlaucht richtig. Das schlaucht richtig auf die Energie. Hier ist überall so ein beschissener Schotterweg. Der ist richtig scheiße. Wir sind richtig beschissen, dieser Schotter. Der Schotter muss weg. Der ist richtig lästig. So, ich habe einen Café navigiert, der ist ungefähr 12 Kilometer entfernt. Und wir gehen da rein, aber nur dann, wenn da Steckdosen noch da sind, die wir auch nutzen können. Und weil meine Gaskartusche alle gegangen ist, gestern Abend, konnte ich kein Koffein herstellen. Und ich habe Bock auf Kaffee und was Kleines zum Frühstücken und auf mehr Strom. Ja, ich muss sagen, Sachsen hat auf jeden Fall schöne Landschaften. Hier ist überall schön bewaldet. Und bergig, aber nicht optimal zum Fahrradfahren, außer jetzt so Strecken wie das hier. Wir haben einen richtigen Straßenbauarbeiter gesehen. Der hatte voll einen roten Kopf gehabt. Jawohl, so ist das richtig chillig. So kann das bis zum Ziel gehen. Das ist richtig geil. Da drüben sind noch mehr Straßenbauarbeiter. Das ist voll cool. So macht Fahrradfahren Spaß. Jawohl. So nicht anders. Das war voll cool gewesen. Hast du auch gerade den Staub gegen das Gesicht bekommen? Ich hatte den Mund sogar gerade auf, das ist mir reingeflogen. Das hat mir gegen die Stirn geflogen, dieser Staub. Ich habe so einen Kieselstein sogar gegen meine Stirn bekommen, so ganz klein. Das hat sich voll komisch angefühlt. Man sieht es zwar nicht so gut auf Kamera, aber Sachsen sieht schön aus. Hat schöne Landschaften. Das ist die Sächsische Schweiz oder so, glaube ich. Guck mal, hier vorne ist Wasser. Das sieht aus wie saufbares Wasser. Deswegen werde ich jetzt hier die leeren Wasserflaschen hier auffüllen. So, das Wasser sieht glasklar aus und ich werde es mal ausprobieren. Ja, schmeckt okay. Kann man trinken. Das heißt, ich werde die andere Flasche jetzt auch noch auffüllen. Das ist sehr gut, jetzt haben wir neues Wasser. Und wieder so ein schlauchender Straßenweg nach oben. Und die ganze Zeit das Fahrrad hier schieben muss. Und ach so, wir sind nicht in der Sächsischen Schweiz, wie ich vorhin gesagt habe.
Sondern wir sind im Erzgebirge. Also berghoch, das schlaucht richtig, ey. Das geht auch richtig auf die Zeit, auf die Energie, auf die Gehirnnerven, auf das ganze Gehirnnervensystem. Ah, scheiße. Es fängt jetzt auch noch so an zu regnen. Es ist richtig, richtig beschissen. Immer dieser Nieselregen und der wird gerade immer stärker. Warum haben wir die ganze Zeit so ein schlechtes Wetter, die ganzen letzten Tage? Tag 1 war perfekt. Also für mich war es perfekt. Für meinen Bruder war es ein bisschen zu warm, aber für mich war es perfekt. Aber die ganze Zeit, sonst die ganze Zeit nur Scheißwetter. Die ganze Zeit so ein beschissener Nieselregen heißt das, genau. Dieser Nieselregen muss weg, der nervt total. Der macht uns die ganze Zeit feucht. Wir sind dauerhaft in feuchten Sachen unterwegs. Die ganzen letzten Tage. So, nach dem ewig schlauchenden Weg nach oben, wo wir extrem lange das Fahrrad schieben mussten, haben wir endlich diese Ortschaft hier gefunden, wo dieser Café vorhanden sein sollte. So, wir haben es gefunden und das ist irgendwie eher ein Eiskaffee. Eis tut auch gut. So, Frühstück ist fertig. Das wird hoffentlich das letzte Mal sein auf dieser Tour, dass wir zwischendurch laden müssen und die ganze Zeit ganz lange verweilen müssen, nur um zu laden. Es kostet immer sehr, sehr viel Zeit. Jawohl. So, wir haben Eis und Kaffee und Pommes aufgegessen und die Akkus sind zur Hälfte aufgeladen. Das ist sehr gut. Ich glaube, das wird reichen bis zu Karlsbach. Das muss auf jeden Fall reichen. Weil sonst verteufle ich Akkus. Ich glaube noch 12 Kilometer, dann sind wir bei der tschechischen Grenze angekommen. Genau. Das wird richtig geil sein. Aber bestimmt wird das schon wieder richtig schlauchende Wege geben, wo man ganz viel schieben muss. Weil es die ganze Zeit berghoch geht. Also berghoch, bergrunter, berghoch, bergrunter. Aber meistens gefühlt berghoch. Und wieder muss man so einen beschissenen Scheißberg hochschieben. Es kostet immer wieder Kraft und Zeit und Gehirnnerven. Boah. Dieses Berg hochschieben, das schlaucht richtig. So muss das sein und nicht anders. Es muss gerade vorm Ziel, muss das richtig scheiße werden. So muss das sein und nicht anders. Weil sonst ist das scheiße fürs Video, wenn das zu sanft ist und so. Also zu weicheierhaft irgendwie. Wenn das irgendwie zu sehr nach Komfort ist und sowas. Das schlaucht und schlaucht und schlaucht. Und das zieht. Das zieht und zieht und zieht. So muss das sein. Das schmeckt nach Blümchen, aber irgendwie nach andere Blümchen, als wie man es kennt. Die Erde ist eine Scheibe und auch wenn das im Flugzeug anders aussieht, aber das ist eine Scheibe und die Sonne kreist um die Erde rum. Genau, das ist die Wirklichkeit. Ein bisschen Satire muss sein, damit mehr Aufmerksamkeit erzeugt wird, damit die Watchtime höher wird, genau. Nur deswegen muss ich sowas erzählen. Und ich muss wirklich sagen, das Eis vorhin, das war eine richtige Wohltat. Jetzt geht es einem wieder viel, viel besser. Das war eine richtig geile Wohltat für den Geist. Das hat 23 Euro gekostet. Das ist ewig her, dass ich das letzte Mal so viel für Eisessen ausgegeben habe. Das ist ewig her, aber das hat sich dieses Mal war das eine richtige Wohltat. Der Grunter ist cool, aber dieser Damenrad kann sehr schnell wegknicken, mich zum Umfallen bringen, wenn es zu hügelig ist, genau. Aber hier ist besser. Hier ist viel besser. Hier kann man sich gerade rollen lassen. Jawohl. Nur beim Schotter und Hügel und so weiter, da habe ich so ein bisschen Angst, dass der Lenkrad abbricht. Aber genau, hier so auf so eine Straße runter zu rasen, ist richtig geil. Jawohl. Es geht bergunter. Jawohl. Hier geht's sogar noch mehr bergrunter. Jawohl. Ah, dieser Autofahrer hat mich zum Bremsen gebracht. Guck mal, hinter uns
Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sieht, aber hinter uns braut sich eine richtig, richtig große Gewitterwolke zusammen. Also das sieht schon sehr dunkel und regnerisch aus hinter uns. Und noch 2,5 Kilometer, da sind wir an der tschechischen Grenze. Und vielleicht müssen wir uns gleich ein bisschen Schutz suchen, weil ich habe immer noch keinen Regenponcho. Boah, das sieht ja hinter uns immer schlimmer aus, immer dunkler. Es wird gleich so richtig gießen auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Wir müssen uns irgendwo auf jeden Fall unterstellen. So, es fängt an zu tropfen. Und jawohl, davor ist die Tankstelle. Da werden wir uns unterstellen. Es geht gleich bestimmt richtig los. Jawohl, guck mal hier. Es regnet. Aber so richtig. Das regnet hier rum. Es wird wahrscheinlich jetzt noch eine ganze halbe Stunde hier so rumregnen. Laut Wettervorhersage. Jetzt verkriechen wir uns ganz zwangsweise hier in die Tankstelle rein. Wir werden hier Aufladepause machen. So ein bisschen die Akkus aufladen, genau. So, der Regen ist vorbei. Wir fahren jetzt weiter. Ich glaube noch 30 Kilometer bis zum Ziel oder 31 Kilometer, genau. Aber wir sind gleich, also bis zum Endziel Karlsbad sind das noch 31 Kilometer. Aber noch 1 Kilometer bis zur tschechischen Grenze, genau. Und dieser Regen, der gerade hier war, der hat die ganzen Temperaturen abgekühlt. Das ist sowas von scheiße und beschissen, mit gekühlten Temperaturen hinzufahren. Vorhin war viel besser gewesen, wo ich meinen Pullover aus hatte. Das war richtig geil. So Leute, wir sind gerade an der tschechischen Grenze. Wir haben es erreicht. Von hier aus sind es noch 30 Kilometer bis zum Zielortschaft Karlsbach. Hälfte von uns Deutschland, Hälfte von uns Tschechien. Das ist Tschechische Republik. Wir werden da jetzt reinfahren in Tschechien. Man sieht auf jeden Fall an den Straßenschildern, dass das hier irgendwie tschechisch aussieht. Und an diesen Verkehrsreflektoren hier. Also wir sind gerade in Tschechien reingefahren. Und ich muss echt sagen, ist eine richtig geile Landschaft hier. Richtig schön hier. Hier mit ganz viel Bewaldung. Da drüben fließt ein Fluss lang. Ist total schön hier. Tschechische Skulptur gefunden. Macht einen richtig geilen, positiven Ersteindruck hier. Ich war bisher noch nie in Tschechien. Es ist ganz viel Natur. Sieht einfach gleich viel geiler aus. Und die Luft hier ist so voll geil. Aber so richtig. Eine ganz andere Luft, seitdem wir hier in die Grenze durchgefahren sind. Das hier, das sieht richtig geil aus. So richtig naturhaft. So muss es sein. Das ist Tschechien. Also zumindest diese Stelle von Tschechien sieht so aus. Ungefähr noch 25 Kilometer, bis wir beim Zielpunkt angekommen sind. Guck mal, hier vorne sind tschechische Häuser. Die stehen hier in Tschechien rum. Die sehen so aus. Ja genau, das sind tschechische Häuser. Ich habe euch gerade tschechische Häuser gezeigt. Und schon wieder muss man den ganzen Berg hier hochschieben. So, es ist schlaucht und anstrengend. Aber dafür mit einer schöneren Atmosphäre. Die Luft ist hier viel besser. Man kann hier wirklich viel besser durchatmen. Das Klima ist hier sehr angenehm und das riecht ja so schön natürlich. So nach Waldduft und so. Das Rumschieberei, das strengt am meisten an. Horní Bjetna. So sieht ein tschechischer, keine Ahnung was das hier sein soll, Bahndurchgang oder wie man das nennt, aus. Ich habe euch einen tschechischen Bahndurchgang gezeigt. Da sind wir gerade drüber gegangen, mit dem Fahrrad schiebend. Auf jeden Fall eine richtig geile Natur. Guck mal, wie das von der Sonne, vom Sonnenaufgang zurückreflektiert. So, mein Bruder hängt gerade wieder hinterher. Keine Ahnung, vielleicht macht er eine Aufnahme oder sowas. Aber gleich wird er da drüben um die Ecke fahren. Genau, der wird hier herunterkommen. Jawohl, da kommt er angefahren. Und ich muss sagen, das wird so langsam kalt. Langsam wird das frisch, das ist voll scheiße. Und ich muss so langsam das Licht anmachen. Das ist voll scheiße. Prüfen, wie lange der hält, aber der hält bestimmt wieder nicht lange. Der hält bestimmt wieder viel zu kurz, wie immer. Genauso wie dieses Licht muss ich auch noch anmachen. Oh Leute, die letzten 10 Kilometer war eine richtig geile Abfahrt gewesen, die ganze Zeit durchgehend. Mein Bruder hat die teilweise gefilmt, die Abfahrt, deswegen schaut auf seinen Kanal drauf. Ich werde sein Video
verlinken unten in der Beschreibung. Genau, ich habe das nicht gefilmt, die Abfahrt, weil wir waren teilweise über 50 km/h und es war richtig schwierig gewesen, diesen klapprigen alten Damenrad hier zu halten. Ich brauchte beide Hände. Ich wollte es nicht riskieren, irgendwie auf die Schnauze zu fallen bei 50 km/h oder so. Aber wir sind auf jeden Fall die letzten 10 Kilometer die ganze Zeit durchgehend richtig geil runtergefahren. Und das stinkt hier die ganze Zeit voll nach der Scheiße. Hier nach Jauchegrube und sowas stinkt das hier. Ja. Aber so richtig. Kaffee. Genau, so soll das sein. Und jetzt noch 11 Kilometer bis zum Zielortschaft. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt den ganzen Berg irgendwie wieder hochfahren müssen oder so, sondern dass es irgendwie so bleibt oder mindestens irgendwie eben den oder so. Verlassen. Dass wir schnell rankommen zum Ziel. Ich habe auf jeden Fall die Schnauze voll vom Fahrradschieben. Ah, zu früh gefreut. Wir müssen wieder so einen scheiß Berg hochschieben. Oder Hügel, also auf jeden Fall geht es jetzt auf jeden Fall berghoch. Ich hoffe, dass das nur kurz so ist. Ich habe etwas Sorge, dass bis zur Zielortschaft es jetzt die ganze Zeit nur berghoch gehen sollte. Wir haben auf jeden Fall so richtig die Schnauze voll vom Fahrradschieben. Wir wollen am Ziel ankommen. Es schlaucht und schlaucht und schlaucht schon wieder. Es geht so richtig auf die Gehirnnerven. Das strengt auf jeden Fall wieder an. Oder obwohl dieser Bergaufstieg, der war nur ein paar hundert Meter. Also alles gut. Hier ist wieder eine gechillte Straße. Und hier geht es sogar noch mal ein bisschen runter. Es ist richtig gut. Nach 6,5 Kilometern sind wir am Ziel angekommen. Also zumindest steht das hier drauf. Und ich stelle euch mal alte, klapprige Damenradbremsen vor. Ja, genau. Diese Geräusche machen die. Die müssen sich so anhören. Weil sonst geht das nicht. Also beziehungsweise diesen Trick können nur alte klapprige Darmräder. Das müsst ihr euch merken. So, noch die letzten 2 Kilometer. Dann haben wir das Ziel erreicht. Jawohl. Wir werden jetzt einen tschechischen Zug angucken, der gleich hier rumfährt. Das ist voll geil. Das sind tschechische Schranken. Ich bin gespannt, wie tschechische Züge aussehen. Ich stehe hier wie der letzte Nerd, um euch zu zeigen, wie ein tschechischer Zug aussieht. Wie der letzte Nerd, der gerade Züge zählt. Ja, genau. So sehen die Züge aus. Jawohl. Ich habe euch einen tschechischen Zug gezeigt. Das war ein richtiger Highlight gewesen. Das war richtig geil. So soll das sein. Oh Leute, scheiße. Ich habe da so einen beschissenen Stein übersehen oder was das war. Ich habe jetzt einen Platten. Hier, guck mal. Mein Vorderrad ist platt. Das ist richtig scheiße. Und das 600 Meter vor dem Ziel. Bevor wir das Ziel angekommen sind. 600 Meter. Ich habe hier einen Platten, ich muss das flicken. Ich glaube, die letzten 600 Meter schieben wir und dann gucken wir wegen, wie heißt das nochmal? Du hast extrem viel Dreck am Gesicht. Ja, also den... Oh Gott. Du hast richtig viel Dreck am Gesicht. Und genau, und dann, ich glaube, dann gehen wir einmal zum Bahnhof und schauen da irgendwie nach, wie das mit den Zügen und so weiter aussieht. Und wenn wir dann dort angeschaut haben, dann werde ich den Platten hier flicken. Ich glaube, so machen wir das. Ja. Richtig beschissen. Warum jetzt die ganzen letzten 400 Kilometer ist nichts passiert? Oder über 400 Kilometer, wie viel wir gefahren sind. Und jetzt 600 Meter vor dem Ziel muss ich ausgerechnet einen Platten haben. Nur weil da so ein beschissener Ziegelstein oder was das war, irgendwie da rumlag. Und ich das nicht gesehen habe. Voll scheiße. Richtig beschissen. Egal, die letzten 600 Meter schieben wir erstmal. Mit dem platten Reifen. So eine Scheiße, ey. Warum muss das gerade jetzt passieren? Das ist richtig widerlich. Also natürlich muss das passieren. Das würde ja richtig komisch kommen, wenn man Fahrrad-Content macht und da kein einziger Platten passiert. Aber jetzt haben wir einen Platten. So muss das sein. Aber das nervt mich total. Der Platten muss repariert werden. So, Ziel erreicht. Bahnhof.
Karlsbad. Von hier aus werden wir später oder morgen mit dem Zug nach Hause fahren. Aber ich werde jetzt hier irgendwo mal ein Fahrrad flicken. Ich glaube, ich mache das da vorne. Warum muss ich jetzt in den letzten 600 Metern Platten bekommen? Voll die Scheiße. Katastrophe kaputt. Jawohl, erstmal Rad abmachen. Hier habe ich Flickzeug, den habe ich extra für 10 Euro gekauft. Das war ja mal wieder klar. Jetzt fliegt mir das ganze Flickzeug hier um die Ohren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das passiert. Das nur, weil ich mit diesem alten, klapprigen Damenrad gefahren bin. Genau, ihnen gebe ich die Schuld dazu, dass das hier passiert ist. Und sonst jemand anderes, genau. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Jawohl, hier ist der Loch. Hier werde ich jetzt diesen Pflaster drauf machen, also dieser Flickzeug. So, ich werde es genauso wie hier in dieser Anleitung machen. Und zwar als ersten Schritt das Ding mit dem hier irgendwie ein bisschen beschädigen. Naja, also der muss beschädigt werden, damit das besser klebt. Es muss mehr Grip dran sein. Deswegen muss der Loch ein bisschen beschädigt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der beschädigt ist. So, jetzt Kleber drauf. Und eine Minute ziehen lassen, bevor der Pflaster drauf kommt. So, und jetzt kommt der Pflaster drauf. Und ganz fest pressen. Genauso wie bei der Geburt. Pressen. Es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal an Reifen geflickt habe. Das ist schon Jahre her. Viele Jahre her. Ich glaube schon über 10 Jahre her oder so, wo ich das letzte Mal gemacht habe. So, dieser Papier, der gehört auch ab, glaube ich. Ja. So, ich habe ein paar Minuten gewartet. Und jetzt probiere ich mal, ob das jetzt hält. Ich werde das ein bisschen aufpumpen. Oh Scheiße, hier ist noch ein zweiter Loch. Das hat den Rad so richtig durchgehämmert. Dieser Stein. Hier ist noch ein zweiter Loch, Scheiße. Ich muss den auch flicken. Das hat wirklich den ganzen Schlauch von hier nach hier durchgeschossen. Dieser beschissene Stein, ey. Richtig Scheiße. Jetzt muss ich diesen Loch hier auch noch flicken. Ja, jetzt muss ich genau dasselbe hier an dieser Seite auch machen. Jetzt wieder diesen Kleber drauf, so ein bisschen hier rumschmieren und ungefähr eine Minute abwarten. So, jetzt dieser Flicken drauf und wieder wie bei der Geburt pressen. Die Folie ab und jetzt warte ich so einen kleinen Moment und dann versuche ich das wieder aufzupumpen. So, ich probiere es jetzt nochmal. Okay, ich denke, das sieht gut aus. Lass ich mal die Luft raus. Und jetzt mache ich den Schlauch am Rad dran. Jawohl, der Reifen ist drin. Und jetzt zum letzten Abschluss nochmal Luft drauf machen. Das ist eine sehr kleine Luftpumpe. Die ist voll lästig. So Leute, ich habe es repariert bekommen. Da kommt keine Luft raus. Das ist richtig gut. Und es ist auch mit den Bremsen, funktioniert alles perfekt. Und meine Finger sind hier schwarz und dreckig. Ja, genau. Das ist voll scheiße. Ich werde das mit Wasser gleich abspülen. Ja, genau. Aber Hauptsache, das ist repariert. Das Schwarze geht voll beschissen ab. Aber genauso soll das sein. Die Hände sollen genauso aussehen wie direkt nach einer alten, klapprigen Damenradreise. Ja, genau. So benutzen müssen die unbedingt auch sehen. Das ist ganz wichtig. So, jetzt geht's da vorne zum Bahnhof rein und wir schauen nach einer Bahnverbindung für morgen. Genau. Oh Scheiße, die Tür ist geschlossen vom Bahnhof.
Der macht um 23 Uhr zu. Und wir haben es kurz nach 23 Uhr. Deswegen, wir müssen über Google schauen, wann unser Zug fährt und wie man es macht und genau. Okay, Leute, wir haben uns für etwas anderes entschieden. Und zwar, der erste Zug, der kommt um 4 Uhr 23 und wir haben jetzt 0 Uhr 23. Also in exakt 4 Stunden. Und wir haben uns überlegt, uns keinen Schlafplatz zu suchen oder so. Weil das wäre ja blöd, irgendwie jetzt stundenlang irgendwie nach einem Schlafplatz zu suchen. Ganz kurz hinlegen, pennen, dann wieder zusammenpacken und dann morgens früh wieder los. Und deswegen haben wir uns überlegt, die nächsten 4 Stunden einfach komplett durchzumachen und genau, und morgen mit dem ersten Zug nach Hause zu fahren. Das wird auch wieder eine richtig beschissene Bahnfahrt werden. Wir halten uns erstmal Ausschau nach irgendwas, was geöffnet hat. Keine Ahnung, Tankstelle oder sowas. Damit wir, weiß ich nicht, Energy oder Koffein oder so kaufen können, der uns dann wach hält, genau, bis zum ersten Zug. Aber dieser Bahnhof, der ist schön chillig. Hier sind wenig Leute und das ist hier farbenfroh. Sieht einfach geil aus. Geiler Bahnhof. Und dieser Bahnhof, der macht um 3.40 Uhr erst wieder offen. Genau, hier vorne sind die Öffnungszeiten. 3.40 Uhr bis 23 Uhr. Guck mal hier. Wir haben keine Ahnung warum. Aber hier aus diesem Gullideckel, da kommt Dampf raus. Da kommt richtig viel Dampf raus. Also ich zum Beispiel habe noch nie einen Gullideckel gesehen, wo Dampf oben drauf ist. So, wir haben hier eine tschechische 24-Stunden-Tankstelle gefunden. Und wir versuchen hier irgendwas einzukaufen. Und wir haben keine Ahnung, ob die Euro nehmen. So, wir waren gerade bei der Tankstelle. Man konnte mit Euro bezahlen, aber man hat tschechisches Geld wieder zurückbekommen. Genau, als Rückgeld. Und ich habe mir hier ein Energy gekauft, genau. Ein tschechisches Energy. Ja, genau. Ich probiere das mal. Also ich bin überhaupt gar kein Energy-Trinker und ich finde, das schmeckt irgendwie wie Booster. Dieses billige, was man bei keine Ahnung welchem Geschäft kaufen kann. Genau so wenig trinke ich Energy, dass ich noch nicht mal weiß, woher Booster kommt. Das ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal Energy getrunken habe. Aber das schmeckt irgendwie wie Red Bull, bloß billig. Und ich hatte mich mit meinem Bruder ganz kurz getrennt gehabt. Ich glaube für, weiß nicht, 1-2 Stunden oder 1,5 Stunden ungefähr. Ich habe mich mit einem tschechischen älteren Alkoholiker unterhalten. Und der kann weder Englisch noch Deutsch. Genau, das war sehr schwierig gewesen. Aber er sieht auf jeden Fall echt gar nicht gut aus, weil, weiß ich nicht, seine ganze Haut ist völlig übergelbt. Also sowas von gelb. Also wahrscheinlich wegen Leberprobleme oder sowas. Man kann irgendwie kaum laufen, das ist sehr schlimm. Voll doof. So ein Leben wünsche ich keinen. Und genau, und mein Bruder war für die Zeit irgendwie so ein bisschen in der Stadt rumfahren. Ja, ich habe mir ein Festival angesehen. Da war ein Filmfestival, internationales Filmfestival. Schon das 58. hier in Karlsbad. Und ja, habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut. Also ist wirklich eine schöne Stadt hier. Klein, aber fein. Und es war wirklich richtig viel los beim Filmfestival. Also hier ist alles tot, aber da in der Stadt ist richtiges Leben. Über 1000 Menschen. Und das an einem Nicht-Wochenendtag, muss man dazu bedenken. Es ist Donnerstag. Und ich war zu faul dazu gewesen, um mitzufahren. Ich habe hier gechillt mit dem älteren Mann. Jetzt müssen wir 2 Stunden oder so warten. Keine Ahnung, wie spät haben wir es. Wir müssen bis 5.26 Uhr warten. Ich weiß nicht, wie du auf 4.30 Uhr kamst. So, wir haben gerade Ticket geholt. Und wir wissen nicht, ob wir hier rein müssen. Oder ob da drüben gleich ein Zug kommt. Aber auf jeden Fall hat die am Schalter gesagt, 3 oder 4. Genau. Sie wusste selber nicht genau, welcher Zug das wird. Und hier steht auch überhaupt gar nichts dran am Zug. Welche Richtung der hinfährt. Das ist voll scheiße. Sonst würden wir jetzt hier reingehen, falls das unser sein sollte. Und hier doch mal das Schild Karlsbad, bloß in Tschechisch geschrieben. Genau, so sieht das Karlovy Vary. Genau, das wird hier in Tschechisch so ausgesprochen, also zumindest geschrieben. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Da vorne ist ein tschechischer Triebwagen. Und da drüben, da sind hier tschechische Güterzüge. Ja, genau. Die sehen so aus. Und das hier, das ist ein tschechischer, hier, wie heißt das Ding? Passagierzug, genau. Wo man irgendwie rumfährt. Und wir wissen immer noch nicht, ob das hier unser Zug ist. Das ist voll scheiße. Und mir ist noch eine beschissenere Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, mein Vorderrad, der verliert wieder Luft
Das heißt, ich hab's doch nicht ordentlich zusammengeflickt. Das ist scheiße. Ich muss das zu Hause neu flicken. Aber ich werde das jetzt nicht mehr innerhalb dieser Bahnfahrt machen, oder jetzt. Jetzt haben wir keine Zeit dazu. Und ich wär jetzt auch nervlich, aber viel zu faul dazu. Wir sind müde. Wir wollen einfach nur nach Hause. Jawohl, das hier ist unser Zug. Hier will wir einsteigen. Der ist gerade angekommen. Also das hier ist nicht unser Zug, sondern das hier. So, wir sind im tschechischen Zug drin. Und man sieht, dass hier die Beleuchtung anders ist als wie bei uns. Das flackert nämlich hier. Das stimmt nicht mit den Lichtverhältnissen von der Kamera ein. So, endlich wieder zu Hause angekommen. Und da unsere Videos viel zu wenig angeklickt werden, ist so ein ICE-Ticket spontan zu kaufen einfach nicht drin. Deswegen sind wir von Tschechien aus bis nach Hause die ganze Zeit mit Nahverkehr gefahren. Ich habe mein Zuhause erst nach 12 oder 13 Stunden erreicht. Mein Bruder war ein bisschen früher da, aber trotzdem, das war eine extrem schlauchende Bahnfahrt gewesen. Das war richtig beschissen gewesen, so viel Nahverkehr zu fahren. Das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Deswegen teilt unsere Videos und macht Werbung für uns, damit wir nicht immer wieder Nahverkehr fahren müssen. Wir haben Bock auf ICE, damit wir schneller von A nach B kommen, genau. Weil dieser ewigen Nahverkehr, das schlaucht so richtig und gehen so richtig auf die Gehirnnerven. Das macht das Gehirnnervensystem kaputt. Und hier vor mir liegt ein Paket rum, was mir jemand von der Amazon-Wunschliste mitbestellt hat. Vielen Dank dafür. Und genau, ich werde das jetzt öffnen. Ein Geschenk von Pascal P. Bin ein großer Fan von dir, schaue alle Videos von dir, machst tolle Videos. Hoffe, du kannst was mit dem 2-Micro-USB-Ladekabel anfangen. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Pascal P. Vielen, vielen besten Dank dafür. Und freut mich, dass du meine ganzen Videos schaust. Ja, genau. Diese Kabel, das sind 2-Meter-Kabel. Die habe ich in die Wunschliste reingepackt. Weil mein alter Kabel, der hat einen Kabelbruch. Das ist voll scheiße, der hat einen Wackelkontakt. Und genau, so ein 2 Meter Mini-USB-Kabel brauche ich zum einen für diese verschmierte Box hier. Den hatte ich mal per Fanpost zugesendet bekommen und der hat da auf jeden Fall nach Rasierschaum und Deo gestunken. Und der funktioniert immer noch. Aber genau, der hat hier dieser Mini-USB-Anschluss. Und wenn ich jetzt mit meinem Wagen unterwegs bin, dann brauche ich so ein 2 Meter Kabel. Damit ich den viel besser aufladen kann, währenddessen ich damit rumwandere, genau. Und natürlich für die Kamera, mit der ich jetzt gerade hier filme, der hat auch einen Mini-USB-Anschluss. Und wenn ich die Kamera wie jetzt auf dem Stativ drauf habe, dann ist so ein 1-Meter-Kabel zu kurz. Deswegen so ein 2-Meter-Kabel ist top. Pascal P., ich bedanke mich für die Kabel. Und wer mich über die Amazon-Wunschliste auch supporten möchte, unten ist die immer verlinkt. Ich hoffe, ihr habt die Serie genossen. Hier in diesem Video haben wir 36 Stunden auf einem Baum überlebt. Ohne Hängematte, ohne Tarp und mit ganz viel Regen. Diese Challenge müsst ihr euch unbedingt anschauen.